Frau Mayer, unter welchen Bedingungen würden denn die Freiheitlichen in eine Regierungskoalition mit der SVP eintreten? Also prinzipiell möchte ich einmal sagen, dass zuallererst die Wählerinnen und Wähler am Zug sind. Das werden wir dann nach dem 22. Oktober sehen und alles Weitere muss man dann besprechen. Ich glaube, dass es natürlich das grundsätzliche Ziel einer jeden Partei ist, irgendwann einmal vielleicht auch Verantwortung zu übernehmen und die eigenen Ideen in einer Landesregierung umzusetzen, aber mit Sicherheit nicht zu jedem Preis. Das ist klar und es müsste von vornherein, glaube ich, so laufen, dass freiheitliche Handschrift ganz klar erkennbar sein müsste, dass wir einfach so als Beiwerk, wie es in diesen letzten 5 Jahren auch mit der Lega der Fall war, also dafür sind wir uns zu schade, das würde mit uns nicht in Frage kommen. Und Kollege Achammer, eines muss ich sagen, also Sie haben Angst, wenn eine zweite deutsche Partei mit an der Regierung wäre, dass das Land unregierbar wäre. Das Land war in den letzten 5 Jahren nicht wirklich regiert. Mehr schlecht als recht. Und ich glaube, es täte dem Land mit Sicherheit gut, wenn endlich Politik im Sinne der Bürger wieder gemacht werden würde und nicht einzelner Interessensgruppen. Ich glaube, demokratiepolitisch täte es dem Land wirklich gut. Und ich glaube, diese Hürde müsste die Südtiroler Volkspartei irgendwann einmal auch schaffen zu akzeptieren. Und ich glaube, dass wir Freiheitlichen immer diejenigen waren, und das weißt du und das wissen deine Kollegen, wenn es um Südtirol geht, dann gibt es keinen Punkt und keinen Beistrich. Da sind wir die Ersten, die zu Südtirol stehen, zur Autonomie stehen, zu Land und Leuten stehen. Und ich glaube, das ist der Auftrag der nächsten 5 Jahre und nicht mehr und nicht weniger. Und in einer Demokratie redet man mit allen, das ist klar, ich spreche ja. Aber wie gesagt, nicht um jeden Preis.